Am Ende war es das gewohnte Bild der laufenden Drittligasaison. Die Spieler am Boden, wieder keine Punkte und die Fans entsprechend sauer. Brauchen wir nichts dazu zu sagen, keine Spiele, die Aufstellung stimmt nicht, es ist kein Einsatz mehr auf dem Platz. Streit im Präsidium in der Führung und da hilft, glaube ich, auch das schöne Stadion nichts. Dabei hatte OFC-Kapitän Sead Meec sein Team unter der Woche noch einmal angeheizt und volle Einsatzbereitschaft gefordert. Davon zu Beginn der Partie aber rein gar nichts zu sehen. Gut eine Minute gespielt, 1:0 für Arminia Bielefeld, die Fans konsterniert. Aber es kam noch schlimmer, 2,5 Minuten später die Kickers scheinbar überhaupt nicht auf dem Platz. Flanke, Kopfball, Tor, so einfach kann Fußball sein. Nach 4 Minuten war das Spiel schon entschieden. Trainer Arie van Lent betonte unter der Woche, dass er weiter an seine Mannschaft glaube. Die tat zumindest in der ersten Hälfte alles, um ihn zu widerlegen. Einzig in dieser Aktion gegen die Bielefelder Bank zeigte Meec die von ihm geforderte Leidenschaft. Insgesamt eine mehr als enttäuschende erste Halbzeit. Die Halbzeitansprache kurz, aber offensichtlich wirkungsvoll. Die Kickers mit viel mehr Elan im zweiten Durchgang und folgerichtig dem Anschlusstreffer durch Thomas Rathgeber. Die Fans jetzt da, aber der OFC kam nicht mehr gefährlich vors gegnerische Tor. Stattdessen in der 87. Minute die Entscheidung für Bielefeld. Der Offenbacher Kapitän Sead Meec dementsprechend bedient. Wir haben alles angesprochen, was wir umsetzen müssen und sollen. Und es setzt sich wieder fort, dass wir die Leute gewähren lassen. Weiter keine Punkte für den OFC. Ein klassischer Fehlstart, der genügend Stoff zur Diskussion ließ.